Mahlzeit, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich war jetzt mal ein paar Tage außer Haus. Deswegen einfach mal ein paar Tage Pause. So, womit geht's weiter? Erstmal möchte ich jetzt gerne den Kupplungsgeberzylinder einbauen, beziehungsweise muss ich ja das Loch noch reinmachen dafür, um den zu befestigen. Ich habe jetzt hier die Pedalerie von dem Golf 3 VR6 drin. Und hier ist im Prinzip die Position, wo das Loch rein muss. Ich habe jetzt einfach nur die Pedalerie hier festgemacht mit einer Feststellzange, damit ich das Maß erörtern kann. Es würde natürlich auch einfacher gehen, wenn ich das Blech hätte. Kann ich euch kurz zeigen. Am Jetta. Ich hoffe jedenfalls, dass man es sehen kann. Also hier ist eigentlich so ein Blech vom Bremskraftverstärker, was dann rüber geht zu dem Geberzylinder. Ich denke aber nicht, dass ihr das sehen könnt. Ich gehe mal eine Lampe holen. Vielleicht wird es dann ja was. Der Nachteil ist halt jetzt, dass ich es von innen machen muss. Bei dem Blech hier im Prinzip, da hinter dem Geberzylinder ist das Blech, das geht hier rüber und ist im Prinzip. Kommt also hinter dem Bremskraftverstärker. Ist ein komplettes Blech, ein Verstärkungsblech. Und wenn ihr das hier vorne dran haltet, dann seht ihr natürlich genau, wo das Loch rein muss. Da ich das jetzt aber gerade nicht habe, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt habe. So weit bin ich einfach noch nicht. Sieht man echt beschissen. Naja, egal. Auf jeden Fall könnt ihr das von außen oder von innen dann halt markieren und gucken, wo es dran gebaut werden muss. Also das Blech würdet ihr jetzt im Prinzip von hier vorne dran halten. Dann habt ihr hier das größere Loch mit den zwei Schraublöchern. Und ich habe jetzt im Prinzip die Pedalerie innen dran und habe die Position jetzt von innen. Muss jetzt natürlich von innen das Loch ausschneiden. Wenn wir gleich mal gucken, ob man das jetzt sieht. Ich habe jetzt silbernen Lack genommen. Stell mal die Kamera hier hin, bevor sie kaputt geht. Ah, man sieht's. So, also das große Loch ausschneiden, die zwei Löcher bohren zur Befestigung und dann sollte das passen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall erstmal als nächstes. Also geht los, Leute.
Also Leute, was habe ich heute geschafft? Das Loch für den Kohlefilter, der jetzt hier auch schon mal drin hängt, um zu schauen, ob das soweit passt. Ich werde hier vorne das Loch noch zuschweißen, damit ich mir dann hier ein Loch bohren kann und den Kohlefilter vernünftig befestigen kann. So, dann haben wir den Geberzylinder, der kommt hier rein. Also das Loch gebohrt mit einem 32er Stufenbohrer. Ich habe mir jetzt einen größeren bestellt, weil ich brauche 34er Loch. Aber der sollte jetzt die Tage kommen. Also wird das Loch noch etwas größer gebohrt. Dann hier das Blech, weil ich ja keinen Wärmetauscher brauche. Also der kommt nicht rein. Deswegen das Loch mit einem Stück Blech zugeschweißt. Dann habe ich hier noch ein Loch zugeschweißt. Hier hinten noch ein Loch zugeschweißt. Ja, das war es erstmal soweit, was ich jetzt gemacht habe. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr auf VR6 umbaut, bedenken, dass die originale Riemenscheibe hier am Rahmen ja, schleift bei Vollgas. Oder vielleicht auch so, kann ich euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall könnt ihr den Halter von der Bremsleitung als Anhaltspunkt nehmen. Geht dann hier auf die nächste Kante von dieser Welle und dann zwei frei. Und wieder eins. Also das werde ich jetzt die Tage noch machen. Es gibt Leute, die schlagen das mit dem Hammer rein. Also es muss ungefähr 1 Zentimeter weiter rein, dass da ein bisschen mehr Platz ist. Ich werde es aber aufschneiden und dann wieder zusammenschweißen. So, morgen kommt der Svenny. Das heißt, wir fangen morgen mal hier an, dass es da vorwärts geht. Deswegen werde ich jetzt erstmal anfangen, das hier soweit vorzubereiten, damit Svenny dann okay loslegen kann. Zum Abschluss das Blech noch raus. Das konnte ich jetzt aber leider nicht filmen, weil ich sowieso schon hier alles in die Fresse bekommen habe und es wäre blöd, wenn die Kamera kaputt geht. Ich habe nur die eine. Deswegen jetzt leider nur das Endergebnis. So, ein Riesenloch,
Sieht zwar auf der Kamera nicht so groß aus, ist aber scheiße groß. Ja, das war's dann für heute auch. Oh Gott. So. Ich bin bestimmt total dreckig, aber das ist drauf geschissen, sag ich mal. Ich habe ja auch im Radkasten gearbeitet. Ja, also wie geht's weiter? Svenny kommt morgen. Das bedeutet, wir versuchen morgen da oben erstmal ein ordentliches Blech wieder reinzubekommen, weil das auf jeden Fall eine richtig beschissene Stelle ist. Das kleine Blech an der Seite, das kann ich selber machen, das ist jetzt nicht das Thema. Und eigentlich ist der Plan, morgen noch zwei Reifen auf die neuen Felgen zu ziehen. Zwei Probereifen. Also 225, 35, 17 bei 9,5 Yard hinten. Das wäre dann auch der Reifen, den ich hinten fahren würde. Und vorne soll dann eigentlich 215, 35 drauf, aber ich habe jetzt nur 225, 35. Aber zum Testen ist es ja egal. So, damit seid ihr erstmal auf dem Laufenden. Alter, ist die Brille dreckig. Also, wie gesagt, haut rein, Leute, wir sehen uns. Bis später. Peace.